Hallo, in diesem Video vergleiche ich für dich den MetaBones Adapter von KenEF auf Sony E-Mount gegen den MetaBones Speed Booster Adapter von KenEF auf den E-Mount. Ich benutze diese beiden Adapter, also den ganz normalen Adapter ohne Optik drin und den Speed Booster an meiner Sony FS100, die unter anderem auch gerade filmt, und an meiner Sony A6000, einfach um Canon-Objektive an diese beiden Kameras zu montieren. Da ich im Fotografiebereich Canon-Optiken habe und eine Canon-Kamera, bietet sich das natürlich an, die hochwertigen Canon-Objektive einfach auch am Sony E-Mount zu verwenden, anstatt neue, teure Sony E-Mount-Objektive zu kaufen. Damit man jetzt einfach mal ein aussagekräftiges Ergebnis bekommt, wo der Unterschied ist zwischen dem normalen MetaBones Adapter und dem Speed Booster, habe ich mir gedacht, mache ich einmal ein Vergleichsvideo, wo ich filme, das heißt mit Full-HD-Auflösung. Mehr kann ich aktuell nicht filmen mit meiner A6000 und der Sony FS100. Und einmal werde ich die Adapter im Fotobereich vergleichen, damit man ein deutlicheres Ergebnis bekommt. Da die A6000 ja mit 24 Megapixel auflöst, werde ich die Bilder einfach mal zwischen diesen beiden Adaptern und meiner Canon 6D testen, wo da mehr mit dem Canon 16 bis 35 mm F4 IS Objektiv, wo da einfach mehr an Details rauskommt. Da dieser Speed Booster Adapter genau diesen Crop-Faktor, also 1,5 bei Sony, bei einer Canon IPS-C wäre es jetzt 1,6, der diesen genau aufhebt. Das heißt, wenn ich jetzt hier Vollformat-Optiken an dem Speed Booster montiere, erhalte ich quasi dasselbe Ergebnis, als würde ich mit einer Vollformatkamera fotografieren. Bei dem normalen MetaBones Adapter ist das natürlich nicht der Fall. Da bleibt natürlich der Crop-Faktor von 1,5 erhalten. Das heißt, ich werde später einfach ein bisschen die Brennweite anpassen, damit man einen Vergleich bekommt zu dem normalen MetaBones Adapter. Hier kommt es jetzt auch bereits zum ersten Problem bei der A6000 mit dem MetaBones Adapter. Ich bin jetzt hier auf 16 mm, habe den Fokusskala sogar etwas über unendlich hinausgedreht bis zum Anschlag, aber es fehlt immer noch ein bisschen Fokussierweg, damit das Bild jetzt wirklich scharf würde. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss ein bisschen weiter reinzoomen, damit ich die unendliche Stellung hinbekomme. Das heißt, für super Weitwinkelobjektive, gerade jetzt zum Beispiel für dieses Canon-Objektiv, funktioniert der MetaBones Adapter auf der Unendlichstellung nur begrenzt. Hier bei 20 mm bekomme ich aber das Bild schon ausreichend scharf, dass es da zu keinen Komplikationen mehr kommt. Okay, das Bild ist im Kasten mit der A6000. Jetzt wechsle ich auf den ganz normalen MetaBones Adapter und werde hier dementsprechend auf 35 mm wechseln müssen, um denselben Bildausschnitt hinzubekommen. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen abgekürzt an dieser Stelle. Wie du sehen kannst, befinde ich mich jetzt hier aktuell in Adobe Lightroom und werde jetzt die Bilder miteinander vergleichen. Hier ist bereits das Bild von der Canon-Kamera offen und als nächstes vergleiche ich das jetzt, indem ich C drücke, mit dem Bild von dem Speed Booster Adapter. Hier steht jetzt fälschlicherweise 24,5 mm, eigentlich sind das auch die 35 mm, wie man hier auch unschwer an dem Bildausschnitt erkennen kann. Also rechts jetzt der Speed Booster, links die Canon, dasselbe Objektiv. Jetzt zoome ich als nächstes mal in die 1:1 Ansicht. Hier wird man jetzt erstmal hier Schloss wegmachen. Unschwer feststellen können, dass die Aufnahme von der A6000 ein bisschen größer ist. Das liegt einfach daran, 24 Megapixel rechts zu 20 Megapixel links. Wenn man sich jetzt hier mal ein paar Details anschaut, sieht man doch, dass die 20 Megapixel von der Canon 6D trotzdem ein bisschen schärfer aussehen als die 24 Megapixel von der Sony A6000. Ich rutsche mal jetzt hier so ein Stück rüber. Ja, hier sieht man auch wieder ganz klar, hier die Canon 6D ist schärfer mit diesem Objektiv, auch hier an diesem Büschen. Was mir auch schon selber beim Durchschauen aufgefallen ist, dass der Speed Booster leichter zu chromatischen Aberrationen neigt, wie man hier gerade in den Randbereichen, wenn man auch immer hier unten schaut, feststellen kann. Das liegt in diesem Fall nicht am Objektiv. Die chromatischen Aberrationen, die kommen hier einzig und alleine durch den Adapter zustande. Jetzt als nächstes im Vergleich, hier links der Speed Booster, zu rechts dem normalen MetaBones Adapter. Wenn du dich jetzt noch gefragt hast, warum man hier unten eine Bearbeitung von dem Canon-Bild sieht, da habe ich nur den automatischen Weißabgleich an die beiden anderen Bilder angepasst. So, ich werde mich jetzt hier wieder einzoomen auf 100% oder auch sogar 2:1, dass man die Unterschiede besser erkennt. Ich fokussiere mich mehr hier auf dieses Haus gerade. Hier sieht man natürlich jetzt, die Bilder sind identisch groß, weil der Sensor beide Male 24 Megapixel ausgibt.
Ich habe auf den ersten Blick jetzt keine großen Detailunterschiede hier zwischen dem MetaBones Speed Booster und dem ganz normalen MetaBones Adapter erkennen können, auch wenn man sich hier diese Sträucher auf 2:1 reingezoomt anschaut oder auch hier die näher hier an der Kamera dran sind, sehe ich hier vielleicht minimal mehr Details als hier im Bild. Das kann aber auch jetzt daran liegen, dass der Schärfebereich bei dem normalen MetaBones Adapter im APS-C Modus ja etwas größer ist als bei dem Vollformatsensor. Wenn man jetzt allerdings wieder hier in die Randbereiche geht, sieht man hier links wieder die chromatischen Aberrationen von dem Speed Booster und der normale Adapter, der hat hier auch so ganz leichte Säume, aber da keine Optik drin ist, erkennt man da jetzt keine großen Unterschiede. Und wenn ich jetzt mal hier auch hier weiterschaue nach anderen Sträuchern, hier sieht man eigentlich keinen Unterschied. Das heißt, gerade wenn man jetzt Filmaufnahmen mit Full HD macht oder auch Filmaufnahmen in 4K oder Ultra HD, also mit knapp 8 Megapixeln, dann sollte man bis auf vielleicht die chromatischen Aberrationen beim Speed Booster keine Unterschiede zwischen diesen beiden Adapter feststellen. Okay, ich muss gerade feststellen, das nächste Problem an dem Speed Booster mit dem Sigma Art 35mm 1.4 Objektiv habe ich schon Filmaufnahmen mit dem A6000 gemacht, aber scheinbar funktioniert dieser Adapter mit dem Objektiv nicht im Fotomodus. Der Selbstauslöser fängt zwar an zu zählen, aber am Ende wird keine Aufnahme gemacht, sondern die Kamera bekommt einfach ein schwarzes Display. Da sich dieser zweite Fotoschärfetest ja nun leider doch erledigt hat, filme ich jetzt noch einmal eine Aufnahme mit Full HD mit 25 Bildern pro Sekunde mit einer 50. Sekunde Verschlusszeit, Blende 6.3 und ISO 100. Zum Schluss dieses Vergleichsvideos fehlt jetzt nur noch das Fazit zwischen diesen beiden Adaptern. Also den ganz normalen MetaBones Adapter, den kann ich bedenkenlos empfehlen. Klar, man gewinnt dadurch keine Lichtstärke und so, aber er funktioniert einfach. Ich habe auch schon mir andere Videos angeschaut mit den neueren Sony Kameras, scheinen da auch die Canon-Objektive super zu fokussieren. Bei der A6000 war das leider noch nicht der Fall. Deswegen kann ich zu den Autofokus-Features leider nichts berichten. Da musst du dann einfach vielleicht mal in andere Videos reinschauen. Aber sonst ist der Adapter grundsolide und zu empfehlen. Auch Canon-Objektive mit EFS-Mount, also zum Beispiel das Canon 17 bis 55mm f2.8, funktioniert mit dem Standard MetaBones Adapter ohne Probleme. Hatte ich zum Beispiel auch schon an meiner FS100 montiert. Bei dem Speed Booster könnte es da auch zu Problemen kommen wegen der Linse, da die EFS-Objektive von Canon ja etwas weiter durch Gummiabdichtung etc. vom Bajonett etwas weiter in das Bajonett hineinragen und es dazu Probleme mit der Linse kommen könnte. Des Weiteren hast du ja schon im Video gesehen, dass es das ein oder andere Problem mit dem MetaBones Speed Booster gibt. Zum einen natürlich die chromatischen Aberrationen, die da verstärkt auftreten wegen dieser extra Linse. An der Bildschärfe tut sich ja scheinbar nichts. Und ein anderes Problem mit dem Speed Booster ist natürlich noch, dass man im Weitwinkelbereich nicht vernünftig auf unendlich fokussieren kann. Ich habe da jetzt gestern auch noch mal mit meinem Samyang 14mm auf Canon-Anschluss mit dem Adapter mit der A6000 probiert und man ist über unendlich hinaus und bekommt einfach kein scharfes Bild. Ab 20mm ungefähr überhaupt kein Problem, aber drunter für Landschaftsfotografen ist der Adapter nicht zu empfehlen. Anders sieht das aus, wenn du filmst, gerade in Innenräumen. In Innenräumen hat man ja meistens wenig Licht, auch zum Beispiel, wenn ich auf Events filme etc. Und man kann sich einfach dadurch etwas teure Objektive ersparen, da man zum Beispiel ein F4-Objektiv durch den Adapter ja zu einem F2.8-Objektiv sozusagen ja konvertiert und man dadurch einfach viel mehr Licht mit dem Objektiv einsammeln kann, um somit den ISO-Wert der Kamera runterzuladen. Im Innenraum ist das mit diesem Fokussierproblem auch überhaupt kein Problem, dass man nicht auf unendlich fokussieren kann, da man das in Innenräumen sowieso eigentlich nicht braucht.
Aber sonst auch bei Telebrennweiten ist der Adapter auch zu empfehlen, wenn du Geld sparen willst und lichtstärkere Optiken erhalten willst durch Einsatz eines Adapters. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Wenn ja, lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video.